So. Und schon geht es weiter. Und man hat gehört, die Musik hat sich ein bisschen geändert. Nach all dem Stress jetzt. Oh, es wird gekocht überall. Werde ich mir nämlich jetzt ganz gemütlich Book of Unwritten Tales weiter reinziehen. So, Steam sage ich schon, Twitch, aber das haben wir auch geändert. Na, und morgen startet ja, ach, heute ist erst Mittwoch, ne? Ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade nachgucken bei Epic Games, aber das ist ja erst morgen, das neue Free Game der Woche. Das heißt, wenn ihr diese Woche noch nicht euer Free Game abgeholt habt, dann solltet ihr das heute tun. Ja, und die Kamera muss natürlich in die andere Ecke. Klick. Klick. So. Ist das nicht ein wunderschöner Tag heute? Mein feines Gespür sagt mir, dass du vielleicht Kummer hast. Oh, diese Qual! Diese Schmerzen! Dieser so, Trunk. Frauenkram oder sind es echte Schmerzen, also körperliche? Nein! Es ist noch tausendmal so ein schlimmer! Frauenkram oder echte Schmerzen? Was für ein Stoffel. Ja. Oh, ist halt übel, ne? Dir knurrt der Magen und von draußen her ziehen die Gerüche von den Leuten, die kochen halt rein. Top. Und was ich sagen wollte noch, morgen ist tatsächlich, sollte der Steam Summer Sale losgehen. Da bin ich mal gespannt drauf. Ja, meine Wunschliste ist voll. Mal gucken, was tatsächlich jetzt nicht ab morgen günstig zu haben ist. Da gibt es wieder einen neuen Einkauf. Und ich war fleißig. Ich habe tatsächlich meine Adventure Games sortiert in Steam. Und ich habe sie mir rausgeschrieben, eine Liste fertig gemacht. Die kann ich dann auf den Discord mal setzen, damit ihr dann aussuchen könnt oder gucken könnt, was denn für lustige Adventure-Games da sind, die man denn zocken könnte. Ja, wenn wir die Liste langsam mal durchgehen. Na, das ist, Adventure-Games sind halt echt so ein bisschen so Entspannung nebenbei, ne? Da passiert nichts Aufregendes. Ist meistens ultra lustig. Kann man sich immer mal gönnen. Aber ich bin leider noch nicht fertig mit der Liste, weil ich habe nur die Spiele auf Steam da berücksichtigt. Ne, die Spiele bei Epic habe ich noch gar nicht reingemacht. Oder bei anderen, irgendwie sitze ich falsch. Oder bei anderen Plattformen. Und auch nicht, die ich nur auf CD habe. Ne, als physische Copy. Es sieht so aus, als hättest du ohne Schwimmflügel nicht ins tiefe Wasser gehen sollen, hä? Das war kein Unfall. Ich wollte mich umbringen! No. Hat fast geklappt. Na, meine Liebe, das ist schon alles nicht so schlimm. Erzähl dem Onkel mal, was los ist, hä? Ich lasse mich nicht veralbern! Es liege mir fern. Ihr Männer seid so unsensibel! Nur er nicht! Er hätte mich verstanden! Oh! Wer ist er? Maximilian! Mein Maximilian! Oh, der schönste Mann, der jemals unter dem Angesicht der Sterne... Ja, und dann? Oh, fort! Er ist fort!
deswegen wolltest du dich umbringen? Wir waren verlobt. Maximilian und ich wollten heiraten. Es war der Himmel. Ich als reiche Tochter eines Mithrilhändlers und er... Nur den tragischen Teil, bitte. Ich habe ihm kistenweise Gold und all meinen Schmuck als Beweis meiner Liebe gegeben. No. Er wollte damit die schönste Hochzeit organisieren, die... Aha, der Hochstapler ist durchgebrannt. Er ist nicht durchgebrannt! Ihm muss etwas zugestoßen sein. Er muss aufgehalten worden sein. Vielleicht hat man ihn entführt. Und er schmachtet nun irgendwo in einem Turm und... Er ist durchgebrannt. Er wird zurückkehren. Und wir werden vereint sein. Wie zwei Liebende auf... Und warum machst du ausgerechnet in dieser Gruft die ruhige Atmosphäre kaputt? Dies ist die Ruhestätte seiner Vorfahren. Bis ich die Nachricht von ihm erhalte, werde ich hier mit seinen Ahnen warten. Ja, klingt logisch. Kann ja auch nicht mehr lange dauern. Ich weiß. So gerne ich auch mehr Zeit mit dir verbringen würde, ich muss weiter. Nein, wenn es nicht unbedingt sein muss, bleibe ich lieber hier im Trocknen. Okay, haben wir irgendwelche... Wir haben nichts im Inventar. Auch gut. Da hängt ein Stück Kleidung aus dem Sarkophag. Leder, wie es scheint. Oh, ich hoffe, da hängt niemand dran. Darin liegt einer der Vorfahren des Verlobten unserer Wasserleiche. So ein Grabmal kostet eine Menge. Die Familie des Toten muss vermögend gewesen sein. Vielleicht weint sie deswegen so viel. Ein Fetzen Leder, kleiner als meine Handfläche. Das steinerne Abbild des Ritters ist sehr detailliert. Eine wahrhaft meisterliche Arbeit. Man kann jede Kleinigkeit erkennen. Vom Mitesser am Nasenflügel bis hin zum Siegel auf seinem Ring. Das Siegel der Familie zeigt einen Fuchs auf einem Goldhaufen, umringt von hässlichen, weinenden Enten. Wie subtil. Ein Fuchs auf einem Goldhaufen, umringt von hässlichen, weinenden Enten. Das steinerne Abbild des Ritters ist sehr detailliert. Das Siegel der Familie... Okay, passiert nichts. In dieser Vertiefung hat sich eine kleine Tränenpfütze gebildet. Seltsam. Meinen Berechnungen nach müssten wir knietief im Wasser stehen. In dieser Vertiefung... Einige staubbedeckte Urnen. Die meisten sind mit irgendwelchen Wappen verziert. Hier ein doppelköpfiger Adler. Da ein Dachs, der eine Schlange frisst. Dort der Kopf eines Königs in orange-blau und hier ein grünes W in einer Raute. Sagt mir alles nichts. Ich kann mit den Wappen auf den Urnen nicht viel anfangen. Ich schätze, es sind die Familienwappen der Toten. Okay, kann man nichts machen. Also raus. Okay, der nächste. Hey, Gulliver. Charakter. Ah, der Lebende. Ob es Wilbur gut geht? Wohin haben die Orks ihn gebracht und was werden sie mit ihm tun? Sie haben ihn in ihr Lager verschleppt. So viel dürfte klar sein. Was sie mit ihm machen, weiß ich nicht. Könnte unappetitlich sein. Du meinst... Sagen wir so, wenn du dir Sorgen um das Leben des Kleinen machst, hast du vielleicht bald eine Sorge weniger. Kann es sein, dass dein Körper ein wenig verrückt spielt? Nein, kann nicht sein. Mein Körper ist doch noch gar nicht fertig. Oder meinst du den Alten? Der verrottet in der Erde. Ich meinte den da. Ach so, der? Ist nicht meiner. Ist nur geliehen. Ach so, klar. Wessen Körper ist das denn? Esthers. Und wer ist Esther? Keine Ahnung, kennen sie nicht. Aber sagen, das hier ist ihr Körper. Sieht schon eher wie eine Frau aus. Er hilft mir, bis ich meinen wieder habe. Dann wollen wir gemeinsam einen Kopf suchen. Esther. Genau.
Wie habt ihr euch denn kennengelernt, du und Esthers Körper? Ich lag hier draußen in einem Grab, viele Jahre. Ich habe mich langsam herausgebissen, nachdem mein alter Körper aufgegeben hatte. Draußen sah ich dann diesen Körper, wie er völlig kopflos in der Gegend herumtaumelte, Grabsteine umriss, gegen Wände lief. Ich dachte mir, das ist ein Zeichen. Und was ihr da baut, soll dein neuer Körper werden? Exakt. Ist er nicht großartig? Ja, er ist groß. Leider zieht sich die Konstruktion ein wenig hin. Ich sag dir eins, frage niemals einen kopflosen Zombie, ob er deine Arme ersetzen kann, wenn du eine Präzisionsmaschine bauen willst. Werde es mir merken. Mal was anderes. Geht dir das Gezetere der gescheiterten Schwimmerin da unten auch so auf die Nerven? Also wirklich, die junge Dame hat großen Kummer. Und den lässt sie raus. Tag ein, Tag aus. Stundenlang. Was ist dran an der Geschichte mit ihrem verschollenen Liebhaber? Ach, der hat sie eiskalt sitzen lassen, hat sich ihr Gold gekrallt und macht sich nun ein süßes Leben irgendwo im Süden. Sie scheint da anderer Meinung zu sein. Die gute Frau hat es nicht so mit der Realität. Sie glaubt immer noch, alles würde sich eines Tages klären. Sie wartet auf seinen Erscheinen oder einen Brief von ihm, irgendetwas. Ich muss weiter, atmen, meinen Herzschlag spüren, solche Sachen. Lass dich nicht aufhalten. Ich muss weiter, mein. Ich lasse Sie lieber weiterarbeiten. Sie haben noch einiges vor sich. Hey, Chef. Ah, der Lebende. Und wie viele seid ihr? Im Komitee, meine ich. Die Gruppe befindet sich noch in der Gründung. Wir haben zurzeit erst 3 Mitglieder. Aber die Gespenstergewerkschaft ist mit uns assoziiert und die Programmierervereinigung überlegt, ob sie sich endlich öffentlich zu ihrem untoten Dasein bekennen will. Du kannst leider nicht Mitglied werden. Du bist zu lebendig. Danke sehr. Die Programmierer. Warum steckst du in diesem Ding da? Sag nicht aus modischen Gründen. Ich habe schon viel gesehen, aber das... Nein, nicht dergleichen. Ein Paladin hat mir das Ding verpasst. Was hast du getan? Seine Schwester beleidigt? Tja, so könnte man das sagen. Er ließ mich deswegen an den Pranger stellen, aber auch dort konnte ich mein Mundwerk nicht halten. Darum hat mich die holde Dame erstochen. Also kam ich als Geist zurück und habe sie um ihren Schlaf gebracht. Man hetzte mir einen Geisterjäger auf den Hals und tatsächlich hat er mich erwischt und getötet. Er hat einen Geist getötet? Guter Mann. Ich bin dann als erster untoter Geist der Geschichte zurückgekommen und habe die Hochzeit der holden Dame platzen lassen. Daraufhin zauberte mir der Paladin diesen magischen Büßerbalken an den Hals. Nun lauert er draußen vor der Gruft. Er will mich in kleine Stücke zerteilen und ins Meer werfen, glaube ich. Wie gemein. Dabei hast du doch kaum was getan. Ich weiß nicht. Ich hatte viel Zeit zum Nachdenken. Und ich würde diese Fehde gerne beenden. Sie hat nur Unglück gebracht. Warum entschuldigst du dich nicht? Ich hab's versucht, aber der Paladin ist nur auf Rache aus. Seinen Hammer hat er nach mir geschleudert. Das Ding sieht ziemlich ungemütlich aus. Kannst du den Balken nicht irgendwie loswerden? Hätte ich ihn dann noch an? Du machst dir kein Bild, wie unpraktisch so ein Teil ist. Versuch mal, dir mit so einem Ding an der Nase zu kratzen. Oder aufs Klo zu gehen. Ah, erinnere mich nicht daran. Dieser Büßerbalken ist magisch. Man kann ihn nicht einfach aufbrechen. Er ist auf ewig versiegelt. Er öffnet sich erst, wenn der Paladin mir verzeiht. Also nie. So sieht es leider aus. Ich muss weiter. Wiedersehen. Okay. Mach's gut. Und denke daran, wir Untoten sind eure Freunde. Streng riechende, tote Freunde. Die Kerzen sorgen für die richtige Atmosphäre, schaurig und dennoch ein klein wenig heimelig. Diese hier wird allerdings nicht mehr lange brennen, wenn weiterhin so viel Wachs abtropft. Die Kerzen sorgen für die richtige Atmosphäre. Diese hier wird... Ein Grab. Davon gibt es hier eine ganze Menge. Ich wüsste nicht, was an diesem besonders sein sollte. Von außen ist nichts Interessantes zu sehen. Und ich werde hier nicht auf Verdacht irgendwelche Gräber öffnen. Ein Grab.
Ein Topf mit einem zähflüssigen Klebstoff. Ein kleiner Holzspan steht im Topf. Mitnehmen. Tada! Eine plattgedrückte Tube mit gelber Farbe. Ich glaube nicht, dass noch viel drin ist. Mitnehmen. Tada! Erstmal das Einzige. Kleiner Rest war noch drin. Die Tube brauche ich nicht mehr. Gelbe Farbe, Klebstoff und Lederfetzen. Okay. Ich glaube, das ist so ein reißfester Faden, mit dem man Braten zusammenbindet. Mitnehmen. Die Rolle dürften gut und gerne 10 Meter sein. Das Projekt steht unter keinem guten Stern, würde ich sagen. Die beiden scheinen massive Kommunikationsprobleme zu haben. Das Projekt steht unter keinem... Der Paladin. Das Tipi. Orklager. Alter. Okay, fangen wir mal an. Was dachte die roten Steine? Kleine rote Steine und rötliche Erde. Sonst ist hier in diesen Breiten fast alles grau und schwarz. Rote Steine. Und hallo, Goldtiger. Wunderschönen Tag wünsche ich dir. Einige kleine weiße Pilze. Keine Ahnung, ob man die essen kann. Ja, mitnehmen. Immer erst alles mitnehmen. Eine Landkarte der Region. Der Paladin hat unter anderem die Gruft eingezeichnet. Ich kann den Paladin einfach beklauen. Lol. Ein auf einem Pfahl aufgespießter Kopf. Was wird die USK dazu sagen? Was ist die USK? Ein schauerlicher Kopf. Ganz Das ist Esther, oder? Was? Was? Hab ich irgendwo eine Spinne? Nein. Zum Glück. Diese Krabbelfiecher machen mich wahnsinnig. Kannst du dir vorstellen, was es für ein Gefühl ist, wenn sie dir von unten in den Hals laufen und dann von innen an den Augen knappern? Was ist das für ein Spiel? Das nennt sich The Book of Unwritten Tales. Und das gibt's wie alle Spiele vermutlich auf diversen Spieleplattformen. Also ich weiß, auf Steam gibt's auf alle Fälle. Bei Epic und GOG habe ich da noch nicht nachgeguckt, weil ich habe es mir halt schon vor Jahren bei Steam gekauft. Ein Adventure-Game. Davon gibt es sogar mehrere Teile. Genau zu sein, 3. Book of Unwritten Tales, Book of Unwritten Tales 2 und The Book of Unwritten Tales, The Critter Chronicles. Und das ist tatsächlich der erste Teil. Und ja, die anderen beiden Teile werde ich auch noch spielen. Ja, natürlich doch. Doofer Paladin. Schlägt mir einfach den Kopf ab. Hey! Kein Herumgetuschel da! Lass den Kopf in Frieden! Lass den Kopf in Frieden! Bist du Esther? Mhm. Ich habe deinen Körper kennengelernt. Ihm geht es gut, also bis auf die Sache mit dem fehlenden Kopf. Grüß ihn schön von mir. Ich vermisse ihn. Ich würde ihm ja schreiben, aber... Psst. Ruhe da. Oh. Hallo. Huhu. Ich wollte nur... Ey. Okay. Keine Gespräche mit der Gefangenen, habe ich gesagt. Paladin geht einem schon mal auf den Keks. Feuchter Boden. Der Paladin spuckt immer wieder auf diese Stelle. Der Boden ist schon ganz durchweicht. Der Paladin spuckt immer wieder. Ja, ich auch nicht. Gelbe Farbe? Nein. Rote Steinchen? Eine Landkarte. Ah, hier ist die Karte, wo ich mich wieder bewegen kann.
Ist das? Das ist die Gruft. Okay. Drache? Irgendwas Fischmäßiges, irgendwas Tödliches. Das dürfte das Orklager sein. Ein Oger mit zwei Köpfen oder so? Keine Ahnung. Und das Tibi. Okay. Eine modische Reisetruhe aus leichtem Holz. Das Neueste vom Neuen. Darauf ist ein Logo. The Pink Crusade. Das muss der Orden des Paladins sein. Okay, der Pink Crusade. Sieht gerade nicht her. Warum nicht? Einen pinkfarbenen Pompon kann man immer gebrauchen. In den wilden Landen. What? Im Krieg. Pinkfarbener Mehr Interessantes Pompon. War nicht drin. Nicht, dass ich Pompons interessant finden würde. Okay. Ja, dann reden wir mit dem Hauptakteur hier. Ein Mann in einem pinkfarbenen Outfit? Das ist falsch. Einfach falsch. Bist du ein Krieger? Nein, ich kann nicht kämpfen. Bist du ein Heiler? Ich kann auch nicht richtig heilen. Du bist ein dann Paladin. Bist du ein Paladin. Ach, was willst du? Das wissen wir von WoW schon. Das wissen wir tatsächlich von WoW. Kannst du kämpfen? Nein. Kannst du heilen? Nein. Dann bist du ein Paladin. Du kannst nichts. Außer dumm dastehen und deine Blase. Kennst du noch gute Paladin-Witze? Warum sollte man Witze über uns machen? Wir sind heilige Kämpfer für das Licht. In Kleidern. Das ist ein Waffenrock. Sicher. Frage, wie kann man einen Paladin zu zweit töten? Die Antwort ist ganz easy. Einer erschreckt ihn und der zweite wartet im Gasthaus auf ihn, dass er erscheint, nachdem er seine Blase und seinen Ruhestein gezündet hat, als er vom ersten erschreckt wurde. Was ist die gefürchtetste Krankheit von Paladin? Blasenschwäche. Dir ist schon bekannt, dass Männer, die Kleider tragen, in der Regel... Nun ja... Was soll das heißen? Nur weil ich Kleider trage, Kosmetik benutze und allgemein auf mein Äußeres achte? Aha, es ist also doch ein Kleid. Der Mann von heute ist metrosexuell. Das war mir neu. Das heißt, dass mein Orden und ich uns aus dem Schlamm erhoben haben, in dem du und deinesgleichen euch noch suhlt. Wir sind kosmopolitisch, hip, modebewusst, achten auf unser Äußeres und verleumden nicht unsere feminine Seite. Wer es mag, Freak. Warum steckt der Zombie-Kopf dort auf der Lanze? Wenn ich ihn auf den Boden legen würde, könnte er nach mir schnappen. Und so ist er auch viel besser zu sehen. Ich meine, warum hast du den armen Zombie überhaupt geköpft? Ha! Zombies! Pah. Sind ungepflegte, stinkende, unheilige Dinger. Ohne jeden Charme, ohne Schick. Sie dürfen kein Mitleid erwarten. Wegen des Zombies, den du in den Büßerbalken gesteckt hast. Was ist mit dieser Made? Will er sich seinem Schicksal ergeben? Kommt er endlich raus? Dieser feige Zombie? Okay, er mag Zombies nicht besonders. Es tut ihm sehr leid, was er gemacht hat. Er möchte sich entschuldigen. Pah, lächerlich! Ich werde ihn in kleine Stücke zerschneiden und an die Fische verfüttern. Schön, aber könntest du ihm vorher vielleicht verzeihen? Du bist wohl zu lange im Zelt dieses rauchenden Büffels gewesen. Niemals werde ich so einem verzeihen.
Wegen deines Streits mit dem Zombie. Damit hast du nichts zu tun. Das geht nur diesen Zombie... und mich etwas an. Wegen deines Streits mit dem Zombie. Damit hast du nichts zu tun. Das geht nur diesen Zombie... und mich etwas an. Ich muss los. Männerkram machen. Okay. Red mal mit ihr nochmal. Hallo. Ich wollte nur... Ey! Keine Gespräche mit der Gefangenen, habe ich gesagt. Oh. Okay, dann. Wo muss hier oben noch hoch? Ein Banner. Das Zeichen darauf könnte das Wappen des Paladins sein. Es zeigt ein Schwert, einen Schild und... rote Slipper? Ein Banner. Okay. Dann... gehen wir nochmal zum Zelt. Eine dicke, Tauren. Alte Kuh, die eine verdächtige Pfeife raucht. Natürlich. Und die nicht zu hören scheint. Oder sich nicht beleidigen lässt. Hallo da. Lass mich raten. Hallo? Eine ganz jemand zu Hause? Tiefe Stimme. Muu. Ich habe dich gehört. Oh, das ist... Spitze. Mein Name ist Nate. Und du bist? Man nennt mich Schneller Lauf. Ah, lol. Oder Regenmacher. Lol. Ich gehöre zum stolzen Volk der Tauren. Und du hast so eine Art Kostümverleih? Ich bin ein Schamane. Das heißt? Ich spreche mit den Geistern unserer Vorfahren. Ich braue Tränke, heile die Krankheiten und beschwöre das Wetter. Wow, viel zu tun. Du musst ständig im Stress sein. Deswegen pfeift er sich auch in eine kleine Pfeife rein. Richtig. Sieht nach Stress aus. Warum ich gerade so emotional aufgewühlt war, ist, ich habe den Synchronsprecher erkannt. Das ist nämlich die deutsche Synchronstimme von Tialk. Ne? Ich werfe jetzt einfach mal einen Raum. Stargate SG-1. Tialk ist ja der Jafar, den sie quasi läutern und der dann Teil von SG-1-Team wird. Und das ist die deutsche Synchronstimme. Und derselbe Typ hat halt dem hier die Stimme gegeben. Weiß, wen du meinst. Ja, ne? Ne? Also von der Stimme her passt das. Ich habe jetzt überlegt, ne, von den ersten Worten, WTF? Die Stimme kennst du irgendwoher. Und ich habe mir, keine Ahnung, heute noch hier die Geschichte von Stargate angeguckt. Ja, vom Stargate-Franchise. Irgend so eine halbe Stunde Doku. Wie sie halt von den Filmen dann über die ersten Staffeln gekommen sind, über SG-1, dann zu... Atlantis, dann zu Universe, dann die Online-Geschichten, wie die Castings waren, etc., die Leute, die dazugekommen sind. Und jetzt ist halt hier der Synchrontyp. So hart, die Welt ist ein Dorf. Was rauchst du da für ein Zeug? Ich rauche, um auf Seelenwanderung zu gehen und mit meinen Ahnen zu sprechen. Du solltest Gras fressen, nicht rauchen. Was mich interessieren würde, ob der Schauspieler, der okay. Den Tiag spielt, das im Englischen vertont hätte.
oder vertont hat. Ne, es wird ja bestimmt auch eine englische Synchro geben. Ob das halt quasi, ob sie dabei die beiden selben Leute genommen haben. Das mit dem Mu ist mir nur so rausgerutscht, ich wollte dich nicht beleidigen. Ich dachte einfach, hey, da sitzt ein alter Ochse, sag mal Mu. Verstehst du? Wenn du wie ein Esel aussehen würdest, hätte ich ja gesagt. Oder wenn es hier nach Schweinestall stinken würde. Ich verzeihe dir. Aber stink nur mal nach Büffel und da habe ich... Danke, ich habe dir verziehen. Es stinkt nach Astrein. Büffel. Ich muss mal raus. Irgendetwas stimmt hier drin mit der Luft nicht. Viel Glück auf deinen Reisen. Möge das Gras zu deinen Hufen immer grün sein. Oh nice, ey. Es stinkt nach rauchende Büffel. Soll man nicht stören. Okay, dann habe ich hier genug zum Angucken. Ein hässlicher Federschmuck. Auf keinen Fall. Ich setze mir das Ding nicht auf. Aber eine Feder kann ich mitnehmen. Immer noch hässlich. Der Topf sieht aus, als hinge er schon seit Jahren über den glühenden Kohlen. Aber ansonsten kann ich nichts Interessantes entdecken. Nur der Deckel ist ungewöhnlich. Er hat eine Art Dampfauslass, würde ich sagen. Er ist so krass, wie man im Laufe der Jahre halt dieselben Leute immer wieder trifft, die der in den Deckel wird von den Ketten hier unterwegs sind. Ziemlich raffiniert. Der Topf. Dampfkochtopf. Ein Blasebalg. Damit kann die Kuh das Feuer in Gang halten. Entschuldigung, der Blasebalg hier, kann ich den haben? Er ist kaputt. Kann ich ihn trotzdem haben? Vor allem, wie bekannte Stimmen immer dafür zu hören sind in solchen Spielen. Gar nichts. Mir ist kaputt. Das meine ich ja damit. Dass die Leute immer wieder triffst, die mit hier unterwegs sind. Endlich mal jemand, der das erkennt. Er ist tatsächlich kaputt. Hier ist ein großes Loch im Luftsack. Ne, wir hatten ja den Wolfgang Völz hat man ja irgendwie die Tage, ne, am Wickel. Der leider schon verstorben ist. Ach, ich weiß gar nicht, was wegen der Synchro. Ich weiß gar nicht mehr, wegen was von der Synchro. Aber hey. Ein Kupfernapf. Keine Ahnung, wozu der gut ist. Aha, egal, alles mitnehmen. Hey Häuptling, wenn ich das Ding hier mitnehmen darf, starr mal kurz vor dich hin. Danke. Oh, alles mitnehmen. Die Kohlen glühen nur noch, aber die Hitze ist enorm. Die Kohlen glühen nur noch. Ein Mörser Samtstößel in echter Männergröße. Ich denke, ich lasse ihn lieber hier. Männergröße, mehr Power. Ich könnte etwas dagegen haben, wenn ich ihn mitnehme. Und wenn ich etwas zerstoßen will, kann ich es ja auch hier tun. Genau, der Opa von Wildbur. Genau. Wenn ich es doch sage, das ist Schminke. Und ich gehe mal stark davon aus, ihr gehört Häuptling Spalthuf da drüben. Um das klarzustellen, ich werde mich nicht schminken. Schwarze Tusche. Die kann ich mitnehmen. Du passt besser bei den Spielen auf als ich. Ist erschreckend. Okay, ich habe Klebstoff. Und Klebstoff kann ich auf die... In Ordnung. Ich schmiere die Ränder und dann mache ich mal das Klebstoff ein. Lederteil. Fehlt nur noch ein Flicken. Ah, habe ich hier. Das sollte funktionieren. Ich benutze das Stück Leder, um das Loch am Luftsack abzudichten. Hey, musst du dich dafür nicht entschuldigen. Perfekt. Der Blasebalg ist wieder funktionstüchtig. Es freut mich, wenn dir das Spiel so gut gefällt, dass du da so aufpasst. Ist das mal Tusche, leerer Napf? Können wir das mit dem Feuerwasser? Nee. Pilze. Rote Steinchen. Oh, hier, ich kann die Steinchen mörsern. Okay, ich fülle die Erde in den Mörser. Und nun mit Kraft und Spucke. Ich hoffe, es verdrängt keine anderen Erde Informationen. Der Stein ist ein feines, rotes Pulver geworden. Ich denke, ich lasse ihn lieber hier. Der Ochse könnte etwas dagegen haben, wenn ich ihn mitnehme. Ach, guck mal, ich habe jetzt Gelbfarbe, ich habe jetzt rote Farbe. Gleiche Pilze. Okay.
Den leeren Napf kann ich eventuell hier benutzen. Ja. Wenn ich auf der Arbeit an Völz denke, bist du schuld. Ich glaube, die Schuld nehme ich gerne auf mich. Da bitte, ein Spucknapf. Zu reizend. Da hast du wenigstens was, um deine Kollegen, Kolleginnen und Patienten zu bespaßen. Hallo, Prinzessin. Und eine Story zu erzählen. Ja. Warum spuckst du jedes Mal, wenn wir über den Zombie reden? Allein seine Erwähnung lässt meine Galle steigen. Wessen Erwähnung? Die des Zombies. Nur beim Wort Zombie oder auch bei anderen? Nein, nur bei Zombie. Zombie, Zombie. Und wenn ich es sage? Was? Zombie. Dann nicht. Welches Wesen auf dieser Welt hast du am meisten? Oh, neue Option. Nacktmulle. Nacktmulle. Und dann? Zombies. Nacktmulle. Oder auch genannt Penis mit Zähnen. Die sehen aber auch hässlich aus. Ich meine, die sind halt ultra geheimnisvoll, ne? Ich meine, sie haben halt eine, wie nennt sich das? Ne, sie haben halt eine Königin und die darf sich fortpflanzen und die macht halt die anderen, unterdrückt halt die anderen durch chemische Stoffe, dass die nicht geschlechtsreif sind. Sie sind ultra widerstandsfähig, diese Dinger. Sie haben regenerative Eigenschaften. Das heißt, sie können halt viele Sachen gut wegstecken und sich wieder halt auf Zellbasis halt heilen. Ihr Körper ist halt sehr regenerativ. Das ist krass. Kannst du mir bei meinem Kreuzworträtsel helfen? Gesucht wird ein untotes Wesen mit 6 Buchstaben. Zombie. Zombie. Ja. Was? Zombie. Bambi? Aber Bambi hat nur 5 Buchstaben und ist gar nicht... Zombie. Bist du blöd? Ich wette, diesen Zungenbrecher bekommst du nicht hin. 12 Zombies zwitschern, zöllige Zombie-Zoten zum zwischenzeitlichen Zombie. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Sag mal Zombie. Zombie. Danke. Das reicht. Genug von Zombies. Oh, ich habe genug Spucke gesammelt. Ich muss los. Männerkram machen. Yeah, Männerkram machen. Am Boden hat sich ein kleiner Spuckesee gebildet. Gespuckter Spucknapf. Yes. Ich habe keine Ahnung, was ich irgendwie machen muss hier. Gehen wir mal zum Orklager. Es wird größer. Die Bretter müssen lange draußen im Regen gelegen haben. Sie sind morsch und mit Grünspan überzogen. Das sind Orks, ist doch denen egal. So eine Art Saftpresse, würde ich sagen. Oben füllt man Trauben oder etwas in der Art ein und unten läuft der Saft raus. Hey, funktioniert sogar noch. Vielleicht konnten die Grünen heute nur nicht damit umgehen. Wenn der Müllhaufen noch ein paar Meter anwächst, können die Orks gleich das Tor offen lassen. Jeder Angreifer könnte einfach über den Müllhaufen ins Lager gelangen. Müll aus allen Teilen der Welt. Wo kommt der ganze Krempel nur her? Das ist den Orks relativ egal. Die Blumen scheinen sich im Müll wohlzufühlen. Sie stehen in voller Blüte.
Die Blüten leuchten. Toll, jetzt habe ich blaue Finger. Ja, ich habe blauen Farbstoff. Gesucht. Er schlagt den Gnoll Hogger und bringt seine gewaltige Gnollklaue. Bla bla bla. Er schlagt den Gnoll Hogger. Boah. Wann kam das raus? 2009? Was ist das für eine Anspielung wohl? Anspielung auf das WoW. World of Warcraft. Weil die kleinen schwächlichen Allianz-Fuzis immer vom Gnoll Hogger gehauen wurden, wenn sie im Elbenwald vor der Sturmwind gequestet haben. Und dann sind sie mal in das Hockerlager, nicht in das Hockerlager, sondern in das Knolllager, wenn sie, wirst du irgendwann geschickt. Und da läuft halt Hogger rum. Und das ist aber ein Elite. Der läuft halt in dem Ding Patrouille und du kriegst einen Auftrag, ihn zu töten. Irgendwann. Nachdem du das Lager einmal geklärt hast, nach irgendwelchen. Erst musst du in das Lager und musst halt irgendwelche Dinge finden und verschiedene Viecher von denen töten. Und dann kriegst du einen Auftrag, geh da wieder hin und hau den Chef um, sprich Hogger. Und wenn du immer dann das Lager gehst und dort halt immer die erste Mission machst, um diese ganzen Typen da zu töten, die verschiedenen Typen von Gegnern, dann triffst du höchstwahrscheinlich immer Hogger und du wirst halt immer umgeklatscht, weil das ist eine Mission für, keine Ahnung, Tier 8 oder Level 8 oder Level 10 Quest, sowas im Dreh rum. Und Hogger ist ein Level 12 Elite. Sprich, der ist nicht nur größer als du, sondern der ist von Haus aus auch stärker, weil er halt einfach Elite ist. Und allein kriegst du den halt auf dem Level nicht tot. Selbst zu zweit wird es halt schwer. Und wenn du Pech hast, rennt er halt umher. Ja, immer wenn du gewissen Schaden gemacht hast, fängt er an wegzulaufen. Dann rennt er halt irgendwo hin. Und wenn er halt in die Nähe von seinen Kumpels ist, in einem Lager, dann werden die alarmiert und laufen mit ihm wieder zurück. So viel Geheule. Das waren schöne Zeiten. Aber das ist genau das, was die Allianz braucht. Direkt von Anfang an den Daumen des Lebens, der so mal gib ihm. Denn wer will schon irgendwie mit Baumschmusern zusammenspielen? Aber versuchen wir es. Ach, das war einer. Was glaubst du, was du da tust? Lol. Warum? Ist das Sylvester Stallone Synchronstimme? Ich stürme euer Lager? Wer bist du? Ich bin der große Rockgor, Häuptling der Blutsensen-Orks. Ja, ne? Oh, nice. Was habt ihr mit dem kleinen Wilbur gemacht? Was ist ein Wilbur? Er ist ein Gnom und mein Freund. Ach, der ist uns vorhin in die Falle gegangen. Aber seit wann gibt man seinen Gnomen Namen? Geht es ihm gut? Genau, Gnomen gibt man keine Namen. Was will man mit einem kaputten Gnom? Genauso wenig, wie man Fußbällen Namen gibt. Ich will Wilbur zurückhaben, auf der Stelle. Wir haben ihn gefangen. Damit gehört er uns. Besorgt ihr einen neuen. Ja. Das ist einer der beliebtesten Freizeitsports von Tau und Gnomenfußball. Kein Problem. Er ist der Hauptpreis unseres Kriegerwettkampfs. Dummerweise gehen die Bälle so schnell kaputt. Hier bei uns. Was ist das genau, ein Kriegerwettkampf? Damit finden wir heraus, wer der mächtigste Krieger ist. Zwei Kontrahenten treten in mehreren Disziplinen gegeneinander an. Dem Sieger winkt große Ehre und er bekommt einen Preis. Und Webo ist für euch nichts weiter als ein Preis? Nein, eine Flasche Feuerwhisky gibt es auch noch. Der Gnom ist die Dreingabe. Na, wer es bis jetzt noch nicht erkannt hat. For the Horde.
Kann jeder am Kriegerwettkampf teilnehmen? Wir Orks fürchten uns vor niemandem. Im Kriegerwettstreit nehmen wir es mit allen auf. Also schön, lasst mich rein. Ich will teilnehmen. Ich sagte, es ist ein Kriegerwettstreit. Einer wie du wäre reine Zeitverschwendung. Ich sehe vielleicht nicht gefährlich aus, aber manchmal sind die unscheinbaren Menschen die gefährlichsten. Du hast recht. Tatsächlich? Du siehst nicht gefährlich aus. Mal angenommen, ich finde in dieser Einöde einen Krieger. Der könnte dann an eurem Wettkampf teilnehmen? Wenn er eine echte Herausforderung ist, warum nicht? Aber kein Fallobst. Es muss wirklich ein großer Krieger sein. Ich habe so eine Ahnung, worauf das hinausläuft. Warum gibt es immer Ärger mit euch? Ihr entführt harmlose Gnome und greift grundlos die freie Welt an. Es war kein Angriff. Es war eine vorweggenommene Verteidigung der Heimat in Feindesland. Und außerdem, was sollen wir sonst machen? Wir haben die größte Armee der Welt. Niemand anderes steckt so viel Gold ins Militär wie wir. Es wäre doch Irrsinn, all das Gold zu investieren und dann nie einen Krieg zu führen. Das muss man sich merken. Geradezu unverantwortlich wäre so etwas. Und dass dieser verdammte Krieg ewig dauern würde, konnten wir schließlich nicht ahnen. Und jetzt steht euch wie der Allianz das Wasser bis zum Hals. Ach was, alles Propaganda. Hier im Lager warten 1000 kriegshungrige, gut ausgerüstete und motivierte Krieger auf ihren Einsatz. Aber sicher. Den Spruch muss man sich wergen. Das war kein Angriff. Das war eine vorausschauende Verteidigung des Heimatlandes im Feindesland. Nee, vorausschauende Verteidigung der Heimat im Feindesland. Oh. Ich bin vom Umweltamt. Sie wissen schon, dass Sie Ihren Müll hier nicht einfach in die Landschaft schmeißen dürfen. Öffnen Sie bitte das Tor. Ich muss Ihre Mülltonnen überprüfen. Hörst du dich eigentlich selbst reden? Wie kann man nur so einen Unsinn plappern? Das würde ich auch manchmal gerne jemandem sagen. Ich könnte verschiedene Fragen stellen und finde jedes Mal die unsinnigste. Ich komme wieder. Und ich werde warten. Ich komme wieder. Ich werde warten. Ich rede lieber nicht mit ihm. Ich will ihn in Sicherheit wiegen. Okay. Presse? Nee. So viel Zeug jetzt hier. Ich werde warten, ja. War aus Rambo, ja. Ne? Was ist das? Blaues Licht. Was macht es? Es leuchtet blau. Einer der besten Dialoge der Fernsehgeschichte aus Rambo 3. Was ist das? Es ist blaues Licht. Was macht es? Es leuchtet blau. Die Blüten stampfen, genau. Mal schauen. Ich werde warten, was Rambo. Frag mich wieder. Ich habe schon ewig nicht mehr Rambo geguckt. Das letzte Mal, wo ich Rambo geguckt habe, war ich mal Teenager. Oder? Übrig geblieben ist eine sattblaue, dickflüssige Paste. Bin jetzt zur Schule gegangen. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt hier machen muss. Ich höre dich. Ja, kann mit mir reden. Du hast doch bestimmt eine clevere Idee, wie ich ins Orklager da draußen kommen kann. Also körperlich meine ich, nicht spirituell oder so. Danke für deine Hilfe. Ich muss mal raus. Irgendetwas stimmt hier drin mit der Luft nicht. Viel Glück auf deinen Reisen. Möge das Gras zu deinen Hufen immer grün sein. Ja. Grünes Gras zu meinen Hufen. Das ist schon mal positiv. Was ist mit dem Vorne Papier? Vorne schaut mich ein seltsames wildschweinähnliches Wesen an. Die Rückseite des Blattes ist leer.
Hallo. Huhu. Ich wollte nur... Hey! Keine Gespräche mit der Gefangenen. Oh. Ja, ja, okay. Ein Banner. Das Zeichen darauf könnte das Wappen des... Ein Banner. Es gibt aber auch nichts, wo ich sonst hinlaufen könnte. Safan. Gerbefarmer. Muss man halt durchprobieren, aber hey. Hey, Chef! Ah, der Lebende! Die Orks haben aus meinem Freund einen Gewinn bei so einem blöden Kriegerwettkampf gemacht. Kennst du vielleicht einen Krieger? Mit Kämpferei kenne ich mich nicht aus. Ich war früher ein Gaukler, ein Harlekin. Frag mal Gulliver, der ist viel herumgekommen. Die Orks haben aus meinem Freund einen Gewinn bei so einem... Mit Kämpfer... Ich muss weiter. Mach's gut. Und denke daran, wir Untoten sind... Ja, ja, du bist mein Freund. Easy. Hey, Gulliver. Ah, der Lebende. Oh. Ich muss weiter. Atmen, meinen Herzschlag spüren, solche Sachen. Lass dich nicht aufhalten. Habe ich ihm jetzt... Hey, Gulliver. Ah, der Lebende. Anscheinend haben die Orks Wilbur zu einem Preis bei einem Kriegerwettkampf gemacht. Kennst du zufällig einen Krieger? Einen Krieger, der gegen einen Ork im Kriegerwettkampf antreten würde? Richtig. Und der hier in der Nähe lebt? Nach Möglichkeit. Ach ja, und wenn's geht, sollte er nichts kosten. Aha. So ein gibt es wohl nicht? Wohl nicht. Wenn ich keinen Krieger finde, der Wilbur da raushaut, habe ich wenigstens mein Bestes getan. Das war dann halt höhere Gewalt. Du könntest selbst im Wettstreit antreten. Sehe ich aus wie ein Krieger? Soll ich mir ein paar Hanteln schnappen und bis heute Nachmittag meine Oberarme aufpumpen? Meiner Erfahrung nach gibt es zwei Wege, um ein gefürchteter Krieger zu werden. Der erste Weg ist der Weg der Erfahrung, des Talents und der Fähigkeiten. In zahllosen Schlachten musst du Erfahrung sammeln. Durch Technik dein Talent herausarbeiten und alle deine Fähigkeiten verbessern. Du musst das Wesen des Kampfes besser verstehen als alle anderen. Niemals darfst du aufgeben. Jedes Detail muss dir wichtig sein. Dann, nach einer langen und qualvollen Zeit der Erniedrigungen und Niederlagen, wirst du ein akzeptabler Krieger sein. Und der andere Weg? Du brauchst eine unschlagbare Ausrüstung. Wenn deine Waffen und Rüstungen besser sind als die aller anderen, kannst du als Krieger ein Versager sein. Deine Ausrüstung macht die Arbeit für dich. Das könnte etwas für mich sein. Ich besorge mir eine unschlagbare Ausrüstung, rette den Kleinen und bin der Held des Tages. Natürlich. Ich denke mal, hier in der Nähe gibt es ein legendäres Kriegerset. Wie kommst du denn darauf? Och, nur so eine Ahnung. Tatsächlich lässt sich ein mächtiges und berühmtes Set hier in der Nähe finden. Aber woher? Besteht es vielleicht aus mehreren Teilen, die hier überall in der Gegend verstreut sind? Hm. Und für jedes Teil muss eine Reihe haarsträubender Aufgaben erledigt werden?
In der Tat. Es sind der Helm, der Schild und das Schwert der Macht. Aber wie... Also, was soll ich für dich tun? Natürlich der Macht. Nun, du könntest mir bei meinem Körper helfen. Was fehlt? Ich brauche eine Lunge. Und? Ein Herz. Und als drittes? Muss alles unter Strom gesetzt werden. Ein Blitz, der wird meinem Körper Leben einhauchen. Aha. Wenn du mir hilfst, verrate ich dir den Aufbewahrungsort des Schwertes der Macht. Und vielleicht wissen die anderen, wo sich der Helm und der Schild befinden. Darauf möchte ich wetten. Irgendwie macht es keinen Spaß, wenn du so bist. Wo soll ich denn hier ein Herz hernehmen? Du könntest mir deins geben. Super Vorschlag. Ich versuche nur zu helfen. Wo soll ich denn hier... Du könntest mir... Super. Ich versuche... Du besorgst mir... Richtig. Und die anderen können... Okay. Ich muss weiter. Lass dich nicht aufhalten. Habe ich mir jetzt den Blaseball gegeben für die Lunge? Hey, Gulliver. Ah, der Lebende. Nee. Ich muss weiter. Lass dich nicht aufhalten. Okay. Hey, Chef. Ah, der Lebende. Weißt du etwas über ein Kriegerset, das hier in der Nähe verborgen sein soll? Ja, schon. Es gehörte einem reisenden Ritter, der vor etwa einem Jahr hier in der Nähe gestorben ist. Und ich weiß auch, wer seinen Helm hat. Wer? Das soll ich gerade dir verraten? Du hast deine Freunde hintergangen. Vielleicht willst du dich mit dem Helm aus dem Staub machen? Ich will Wilbur befreien. Puh, du hast vermutlich noch nie etwas Selbstloses getan. Aber jetzt tue ich es. Beweise mir, dass du selbstlos handeln kannst. Bringe den Paladin dazu, mir zu verzeihen, damit dieser Balken verschwindet. Natürlich. Das wäre dann aber alles andere als selbstlos von mir. Ich würde dir nur helfen, damit du mir hilfst. Ich wäre bereit, darüber hinwegzusehen. Immerhin geht es hier um deine Charakterbildung. Ich habe mit dem Paladin gesprochen und es sieht so aus, als würde er dir niemals verzeihen. Ich habe auch nicht erwartet, dass es so einfach wird. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Was soll ich tun? Lass dir etwas einfallen. Ich muss aus seinem Munde hören, ich verzeihe dir. Erst dann wird sich dieser Balken öffnen. Ich muss weiter. Wiedersehen. Mach's gut. Und denke daran, wir Untoten sind eure Freunde. Streng riechende... Ja. Na? Wie geht's? Dir ist beim Trauern nicht zufällig ein Kriegerset untergekommen? Ein was? Du weißt schon, Schwert, Schild, Helm. Einen Schild habe ich gesehen. Weißt du, wo er ist? Mein Maximilian hatte auch einen Schild. Einen großen, strahlenden, geschmückt mit den Federn. Hallo, beim Thema bleiben. Wo ist der Schild? Warum sollte ich dir helfen? Du bist ungehobelt und grausam. Du machst dich über mein Leid lustig. Aber nein. Solange ich leide, soll auch niemand anderes glücklich sein. Und dein Leid würde nur enden, wenn dein Verlobter sich bei dir meldet? So ist es. So gerne ich auch... Okay, so. Muss mal gucken, ob man hier irgendwas irgendwie brauchen kann. So viele Items hier. Pompoms. Warum sollte man Pompoms irgendwo brauchen?
haben mit ihr geredet. Wir haben mit ihm geredet. Hey, Chef. Nochmal reden. Ah. Ja. Ich muss weiter. Mach's gut. Mit ihm reden. Hey, Gulliver. Ah, der Lebende. Ich muss weiter. Lass dich nicht. Okay. Hallo. Huhu. Ich wollte nur... Ey! Kein Reden mit dem Zombie. Wir haben das verstanden. Hallo, Prinzessin. Ja? Ich darf den Kopf des Zombies wohl nicht mitnehmen, oder? Aber natürlich nicht. Er ist eine hart umkämpfte Trophäe. Über eine Viertelstunde habe ich auf das Vieh eingeschlagen, bis ich es endlich besiegt habe. Ich habe mich überhaupt nicht gewehrt. Schweig! Ich habe Schaden an dir gemacht. Viel Schaden. Du bist doch ein Paladin. Ja. So mit Hammer, Schwert und Rüstung. Ja. Kennst du jemanden, der damit umgehen kann? Ein Krieger? Tut mir sehr leid. Mit solchen Barbaren gebe ich mich nicht ab. Ich muss los. Du bist doch ein Paladin. Männer mit Hammer, Schwert und Schild. mit Hammer, Rüstung und Schild. Entschuldigung. Kennst du einen Krieger, der damit umgehen kann? Das Baden, das Paladin-Bashing. So muss das sein. Ich höre dich. Da ist so ein Paladin und eine arme Seele, der er nicht verzeihen will. Gibt es nicht vielleicht eine Möglichkeit, wie man den Paladin dazu zwingen kann? Vergebung sollte vom Herzen kommen und nicht erzwungen werden. Wenn wir nicht eingreifen, wird er noch jemanden verletzen oder töten. Einen Kopf hat er schon abgeschlagen. Nächstes Mal könnte jemand ernstlich verletzt werden. Das ist schlimm. Doch vielleicht ist er im Recht. Ich kann und will das nicht entscheiden. Der Paladin ist doof und voll gemein und er isst gerne Rinderhack. Es ist nicht an mir, böse Menschen zu bestrafen. Aber wenn der Paladin nicht einmal zuhört? Mein Freund bereut aufrichtig, was er getan hat. Er will um Vergebung bitten, doch findet kein Gehör. Das ist nicht gut. Jeder verdient eine Chance auf seinen Seelenfrieden. Und der Paladin lässt nicht mit sich reden? Keine Chance. Dann können wir ihn dazu bringen, zuzuhören. Ja. Wie? Mit einer Voodoo-Puppe oder sowas? Braunen Voodoo? Trank. Alles fauler Zauber. Nein. Ich werde einen Trank des Schlafwandelns brauen. Wenn du als Erster davon trinkst und danach der Paladin, so kannst du seinen Körper für kurze Zeit übernehmen. Du kannst ihn zu deinem Freund laufen lassen und dort soll er sich die Entschuldigung anhören. Klingt wie Voodoo. Es ist kein Voodoo. Für den Trank brauche ich Haare des Paladins, eine Flüssigkeit seines Körpers, etwas von einem seiner Vorfahren und ein Stück seiner Kleidung. Aber ich brauche keine Puppe und keine Nadeln. Schon klar. Und wenn ich die Sachen besorge, brauchst du mir den Trank? So sei es. Spucke ist die einzige Flüssigkeit, die ich aus dem Körper des Paladins bekommen konnte und die ich angenommen hätte. Spucke ist ausgezeichnet. Ja, ist Top-Spucke. Geht ein Pompom als Stück seiner Kleidung durch? Ein was? So ein Ding hier.
So etwas Pompom. Zieht ihr Menschen an? Einige, wenige, fast niemand. Wenn der Paladin das einmal getragen hat, wird es gehen. Aber ich will dieses Ding nicht. Gib mir nur einige Fäden, behalte den Rest. Was brauche ich nochmal für eine Voodoo-Puppe? Den Trank des Schlafwandelns? Eine Flüssigkeit des Paladins, erledigt. Etwas von einem seiner Vorfahren, einige seiner Haare und etwas von seiner Kleidung. Geht klar. Okay, Vorfahren und Haare brauche ich. Ich muss mal... Viel Glück auf deinen Reisen. Möge das Gras zu deinen Okay. Ah, Heraldik. Vielleicht zu seinen Vorfahren da begraben. Hallo, Prinzessin. Ja? Ich glaube, deinen Haaren tut das Warten hier draußen auch nicht gut. Was? Was? Ist es Spliss? Bitte lass es nicht Spliss sein! Die sind ziemlich staubig und verfilzt. Ist es Spliss? Bitte lass es nicht Spliss sein. Ja, so geht's. Was war das eben für ein Kamm? Kann ich mal sehen? Ja, wieso? Haare, check. Oh, oh. Was? Hast du eine Ahnung, was so ein Kamm deinem Haar antut? Spliss! Bitte nicht Spliss! Schlimmer, siehst du hier? All die Haare? Der Kamm reißt dir die Haare aus. Oh nein, ich dachte immer, das wäre normal. Normal? Wie kann das normal sein? Schau doch, wie viele Haare das sind und wie wenige du nur noch auf dem Kopf hast. An einigen Stellen schimmert schon die Kopfhaut durch. Wenn ich du wäre, würde ich diesen Kamm nie wieder benutzen. Nimm ihn weg, er soll mir nichts tun. Also gut, ich stecke ihn ein. Mit dem Paladin danke. Kann man so Spaß haben. Danke. Ich muss los, Männerkram machen. Haha. Ein Banner. Das Zeichen darauf könnte das Wappen des Paladins sein. Es zeigt ein Schwert, einen Schild und... Rote Slipper? Hallo? Ich wollte nur... Naja, wir reden nicht mit dir. Hey, Gulliver. Ah, der Lebende. Okay. Ich muss weiter atmen, meinen Herzschlag spüren. Lass dich nicht... Hey, Chef! Ah, der Leben... Ich muss weiter. Mach's gut! Puff. Na, wie geht's? Sogar... Okay, keine neuen Gesprächsoptionen. Das Siegel der Familie zeigt einen Fuchs auf einem Goldhaufen, umringt von... Es sind immer noch Urnen mit Wappen, die... Hey, die eine Urne trägt das Wappen des Paladins. Aha. Das ist schön, es muss wohl sein. Aber ich nehme nur ein wenig von der Asche mit. Die Urne lasse ich hier, aus Respekt vor den Toten. Genau das... Wow. Opa muss Raucher gewesen sein. Opa muss Raucher gewesen sein. Ist man hier? Am Kamm des Paladins hängen einige seiner Haare. Splissfrei. Na, ja, splissfrei. Asche des Paladins. Ein Häufchen Asche aus der Bodybuilder-Urne. Wenn mich nicht alles täuscht. War das früher ein strammer Paladin, über den viel im Ort getuschelt wurde. Aus der Bodybuilder-Urne. Oh. Okay. Ich höre dich.
Hier habe ich einen Kamm mit einigen Haaren des Paladins. Reichen die? Die riechen komisch. Aber das wird reichen. Die riechen komisch. Natürlich tun sie das. Hier ist etwas Asche von einem Vorfahren des Paladins. Funktioniert die? Wenn sie wirklich von einem Vorfahren des Paladins stammt, wird es gehen. Damit müsstest du alle Zutaten für den Trank haben, oder? So ist es. Tritt zurück. Was ist denn das für eine geile Wundertüte? Der Trank des Schlafwandelns. Das erinnert voll an Monkey Island, wo die im ersten Teil, wo die... Du musst nur einen Schluck davon trinken. Anschließend muss der Paladin den Rest. Oder im zweiten Teil auch, wo die, Paladin-Spucke, ein alter Pompom, pomadige Haare und die Überreste vom Opa. Das kann ja nur gut schmecken. Salzig, mit einem Hauch Minze? Das ist meine geheime Zutat. Besser als erwartet. Danke. Bis dann. Möge der Wind dir gewogen sein. Okay, jetzt muss ich dem Paladin dazu bringen, das Zeug zu trinken. Das ist ein Mittel gegen Spliss. Trink das instant, oder? Hallo, Prinzessin. Ja? Ich habe hier den leckersten Trank der Welt. Hast du zufällig Durst? Was ist das für ein Trank? Ein neu entwickelter Mana-Trank. Ja? Was ist so neu an ihm? Was erfüllt nicht nur deine Mana auf, sondern auch deine Lebensenergie? Er hat eine starke... Er hat 0 Kalorien. Der Trank hat eine starke, aphrodisierende Wirkung. Toll! Genau das, was ich alleine in der Einöde brauche. War nur ein Scherz. In Wirklichkeit ist etwas ganz anderes toll an ihm. Es ist ein Diät-Mana-Trank mit absolut 0 Kalorien. Da steht er doch besonders drauf, oder? Tatsächlich? Das ist ja interessant. Es geht ja fast nicht so auf die Hüften wie Mana-Tränke. Natürlich. Viel zu süß. Und dann wird man ständig genötigt, einen großen zu nehmen, obwohl man eigentlich nur einen kleinen bräuchte. Und genau aus diesem Grund wurde dieser neue Mana-Trank entwickelt. Wie heißt der? Mana-Trank Light. Mana-Mag-Iso-Sportring mit extra Os. Extra O2. M4. Was? Mama mag das Mana-Mysterium, TM. Manamax Iso Sport Drink mit extra O2. Wow, klingt sportlich. Und ich habe das Gefühl, dass an der Entwicklung jede Menge schlauer Köpfe beteiligt waren. Also schön, gib her. Willst du ihn nicht trinken? Wieso? Ich habe schon seit Tagen nicht mehr gezaubert. Ich habe volles Mana. Ich dachte mir, jetzt, wo ich dir den neuen Mana-Trank geschenkt habe, könntest du mir vielleicht ein paar Stärkungs- und Schutzzauber verpassen? Buffs? Och nö, ich hasse dieses ständige Gebuffe. Na komm schon, du kannst dann ja auch gleich deinen neuen Mana-Trank ausprobieren. Ist doch ganz egal, 0 Kalorien. Ach, also gut. Welche Buffs willst du? Alle. SDR, SDK, SDW? Sowas kann ich nicht. Ach, was soll's. Ich gebe dir einfach alle. Ach, schrecklich. Danke für die Buffs. SDK, SDR, SDW. Boah. Kein Problem. Ich spüre schon, wie... Wow. Unheimlich. Ich bin er. Das ist abgefahren. Und das erste Mal, dass ich ein Kleid trage. Gar nicht so schlecht. Aber gut, keine Zeit zu verlieren. Ich weiß nicht, wie lange die Wirkung des Tranks anhält. Das war jetzt für WoW-Spieler, war das jetzt so ein kleiner interner Scherz.
Ah, SDK, SDR und SDW. Segen der Könige, Sehnung der Rettung, glaube ich, und Segen der Weisheit. Ah. Das Schöne ist, im Klassischen, mittlerweile haben sie die ja aufgebohrt, das heißt, diese Buffs gehen eine halbe Stunde bis Stunde. Sie müssten jetzt eine Stunde gehen mittlerweile und früher haben die aber nur 5 Minuten gehabt. Ne? 5 Minuten Timer. Das heißt, nach 5 Minuten waren die abgelaufen und waren weg. Also in WoW Classic halt quasi, was jetzt Classic halt ist, ne? Das heißt. Das Problem ist aber, also früher in Classic haben die Kämpfe in Schlachtzügen durchaus 10 Minuten bis 15 Minuten gedauert. Das heißt, mitten im Kampf sind deine Buffs ausgelaufen. Was uncool ist. Dummerweise kannst du keine Buffs aufbringen, wenn du dich im Kampf befindest. Das heißt, und wenn halt ein Boss angegriffen wird, sind in der Regel alle beteiligten Spieler halt im Kampf. Das heißt, die Allianz, und nur die Allianz hatte früher Paladine, haben dann ein oder zwei Paladine einfach 50 Meter vom Wait entfernt irgendwo hingestellt. Die durften nichts machen, außer rumstehen. Und wenn die Buffs ausgelaufen sind bei den Raid-Mitgliedern, bei den Spielern, mussten die halt zu den Paladinen hinlaufen, mussten sich buffen lassen. Und weil das außerhalb von der Range vom Boss war, konnten die halt buffen und wieder, konnten die Spieler wieder mit neuen Buffs halt in den Kampf wieder eingreifen. Ah, das muss so ätzend gewesen sein auf Allianz-Seite. Und wenn, mittlerweile haben ja Paladine beide Seiten. Na, und wenn du halt immer Spieler hörst, ja, ich will SDK, ich will SDM, SDR, SDW, je nachdem, was sie halt für eine Klasse spielen. Ne, SDK ist halt Segen der Könige, macht halt, boah, was macht denn Segen der Könige nochmal? Ich glaube, Ausdauer, ne? Also mehr Leben. Der SD... Wie SDM, Segen der Macht, macht Angriffskraft. Der SDW macht Mana-Regeneration. Und Segen der Rettung, was war Segen der Rettung? Der überträgt Schaden auf den Paladin, ne? War es, glaube ich. Also vom Spieler halt auf den Paladin. Segen der Rettung hat nie einer gecastet bei der Horde. Er ist es! Er ist gekommen, um sich mein untotes Leben zu holen! Nein, ich bin hier, um mir anzuhören, was ihr zu sagen habt. Ah. Ich... Ja, du kennst das, Kerrigan. Ich möchte mich entschuldigen. Es tut mir sehr leid, was ich eurer Schwester und euch angetan habe. Das ist, sehr schön. Aber das hat mich jetzt ein bisschen geflasht, also, muss ich sagen. Gut. Was? Verzeih! Du musst es sagen! Was? Was hast du mit mir gemacht, Teufel? Ich? Gar nichts, ich... Ich mach dir die Blase an. Du hast mich verhext! Ich? Also, ja, ganz recht. Ich habe dich verhext. Und ich werde es wieder tun, wenn du mich nicht von diesem Balken befreist. Du kannst mir nichts tun. Hier drin bin ich sicher. Aber ich werde dich finden. Und das nächste Mal lasse ich dich eine Klippe runterspringen. Gottesschild. Oh. Ich lasse dich in eine Kneipe gehen und mit dicken Männern unflätige Lieder singen. Ich setze dich in Unterwäsche auf eine Couch und lasse dich Kartoffelchips essen. Oh. Also gut, du hast gewonnen. Ich
ich verzeihe dir. Und hör auf, Untote zu jagen. Schlage nie wieder einem von uns einfach den Kopf ab. Lass uns in Ruhe. Oh, nice. Das hat mich gerade so geflasht. Was ist passiert? Oh, nimm mal den Kopf mit. Zeit, dich zu deinem Körper zu bringen. Juhu! Könntest du mir vorher noch diese Raupe aus der Nase holen? Nein. Du warst es, oder? Du steckst hinter der Entschuldigung des Paladins. Das könnte man so sagen. Ich weiß nicht, wie du es gemacht hast, aber du hast dir die Belohnung redlich verdient. Schlag ein! Später vielleicht. Der Helm des Kriegers Hetz befindet sich in einer Mine hier ganz in der Nähe. Sie ist von Erdwichteln bevölkert. Seltsame kleine Kreaturen, diese Erdwichtel. Sie haben den Helm in ihre Mine gebracht und dort wird er noch immer sein. Danke sehr, es war mir wirklich ein Vergnügen. Kein schlechtes Gefühl, jemand anderem zu helfen und sich für ihn zu freuen, oder? Könnte man so sagen. Es gibt mir das Schwert. Oh, ich hab was richtig gemacht. Juhu. Hey, Chef. Ah, der Lebende. Und? Was ist das für ein Gefühl, so ganz balkenlos? Es ist ungewohnt. Aber auch toll. Endlich bin ich kein Freak mehr, sondern wieder ein ganz normaler Zombie-Geist. Das freut mich. Ich muss weiter. Wiedersehen. Mach's gut. Und denke da... Ja, denken dran. Ach, ist übrigens der Name meiner, was mir so einfällt, das ist übrigens der Name meiner Gilde in WoW, von meinem Paladin. Angstblase und Ruhestein. Und ja, es ist ein Blutelf-Paladin. Oder eine Blutelf-Paladina, muss man ja sagen. Schaut mal, was ich hier habe. Ja, ja, noch ein Stück. Da kommt zusammen, was zusammengehört. Das ist toll. Aber was war das für ein Totenschädel? Er hat sich um deinen Körper gekümmert, während du weg warst. Das war aber nett von... Oh, hallo. Ich bin Gulliver. Esther. Oh, was ist das für Zeichen? Achso. Als Zombies. Nicht! Zombie-Bube. Ich brauche meinen Körper ganz dringend. Ich will es nicht hören. Bring meinen Körper zum Laufen. Dann verrate ich dir nicht nur den Aufbewahrungsort des Schwertes, ich schenke dir auch noch eine Rüstung. Wie aufmerksam. Du hast mir noch ein viel größeres Geschenk gemacht. Was ist das für ein Zeichen? Ist mir noch nie aufgefallen. Toll. Vor allem, das war vorher gar nicht da, ne? Jetzt ist es hier. Ach, das sind die Buffs. LOL. Das sind die Buffs vom Paladin. Nacktmullschutz. Reduziert deine Angst vor Nacktmullen um 50%. What the fuck? Nacktmullschutz. Reduziert unter Milch leuchten. Deine Rüstung leuchtet in allen Farben des Regenbogens, wenn du sie in Milch tunkst. Wo soll ich denn jetzt Milch herbekommen? Safe Game ermöglicht es dir, falsche Entscheidungen rückgängig zu machen und Dinge noch einmal zu tun. Wow, das klingt mal wirklich gut. Schade, dass der Buff nur eine halbe Stunde läuft. Ja, unter Milch. Deine Rüstung leuchtet in allen Farben. Wo soll ich... Oh, ist so eine schon weg? Hey, Gulliver. Ah, der Lebende.
Und du und Esther? Wir lieben uns. Toll. Wir wollen eine Familie gründen. Das ist großartig. Unser erstes Kind soll Nate heißen. Juhu. Wo soll ich denn hier ein Herz hernehmen? Du könntest mir deins geben. Super, vor. Ich versuche. Ja, okay. Ich muss weiter. Atmen, meinen Herzschlag spüren, solche Sachen. Lass dich nicht aufhalten. Hey, Gulliver. Ich will nicht mit Gulliver reden. Ich muss weiter. Lass dich nicht auf. Ich will mit Esther reden. Geht nicht. Okay. Okay. Ich höre dich. Der Trank des Schlafwandelns hat hervorragend funktioniert. Hat er sich entschuldigt? Oh. Yep. Das ist gut. Zumindest ein Problem ist. Also ich hab's nicht bereut jetzt. Ja, von aber Warships bis ich Wilbur befreit an, habe, ist es noch ein langer Weg, schätze ich. Ich spreche nicht von dir oder deinem Freund. Ich spreche von wichtigen Problemen. Beunruhigenden Problemen. Und zwar? Meine Pilze sind alle. Pilze? Die Geisterpilze. Wenn ich sie rauche, kann ich mit meinen Vorfahren in Kontakt treten. Ich hab Pilze. Das möchte ich wetten. Kannst du nicht welche besorgen? Vielleicht. Was bekomme ich dafür? Aber ich habe dir mit dem Trank des Schlafwandelns geholfen. Und das war sehr nett von dir. Besorge mir die Pilze oder ich werde dir nicht mehr helfen. Vielleicht brauche ich deine Hilfe ja gar nicht mehr. Vielleicht, aber schon. Ich höre. Und was sind das genau für Pilze, die du haben willst? Man nennt sie Geisterpilze. Sie sind sehr selten. Sie wachsen nur dort, wo der Tod nahe ist. In Gräbern, Totensümpfen und solchen Orten. Meine habe ich mir immer in der Gruft dort draußen gesucht. Und wie sehen diese Geisterpilze aus? Es sind kleine, lilafarbene Pilze mit grünen Sprenkeln. Sie leben dort, wo es feucht und modrig ist. Deswegen riechen sie auch sehr alt, verfault und tot. Je verwester ihr Geruch, desto besser ist ihre Wirkung. Bis dann. Möge der Wind... Okay. Warum sollte ich Pilze anmalen? Solange das Rot nicht flüssig ist, kann ich es nicht mit anderen Farben mischen. Wie kriege ich denn das Rot flüssig? Ah. Da war was. Und Soundfile. Hallo, wunderschönen Mittwochabend. Na gut, wünsche ich dir. Ich kippe das Pulver an den Rand des Tränensees. Noch ein wenig umrühren. Und schon haben wir eine dickflüssige rote Farbe. Jawohl, Farbe. Okay, so. Warum sollte ich Pilze anmalen? Warum sollte ich Pilze anmalen? Warum sollte ich... Wie mischt man denn grün? Gelb und blau ergeben... Grün. Grün. Rot und blau ergeben... Lila. Was waren das nochmal für Pilze? Einige kleine... Lila Punkte. Ja, lila Punkte. Aber welche Farbe? Ich höre dich. Und was? Man nennt sie Geisterpilze. Sie sind sehr selten. Sie wachsen nur dort, wo der Tod nahe ist.
den Gräbern, Totensymphen, solchen Orten. Farbe. Meine habe ich mir immer in der Gruft dort draußen gesucht. Und wie sehen diese Geisterpilze aus? Es sind kleine, lilafarbene Pilze mit grünen Sprenkeln. Lilafarbene Pilze mit grünen Punkten. Deswegen. Bis dann. Möge. Okay, wir machen lilafarbene Pilze. Warum sollte ich Pilze anmalen? Warum geht das nicht? Warum sollte ich Pilze anmalen? Warum sollte ich Pilze anmalen? Warum geht das nicht? Der zweite Buff ist ausgelaufen. Ah, ich kann hier zu den Schlawinern. Hallo, Häuptling. Zum Gruße, Mensch. Hier lässt sich nirgendwo... Der Wettkampf ist heute Nachmittag. Wie willst du bis dahin die hohe Kunst des Kampfes erlernen? Ich werde mir eine unschlagbare Ausrüstung. Ah, der Weg der Talentlosen. Eine weise Entscheidung, wie mir scheint. Dir ist aber schon klar, dass ich dich nicht mit einer x-beliebigen Ausrüstung hier reinspazieren lasse. Meine Ausrüstung wird Imba sein. Imba. Wahnsinn. Lässt du mich nun... Warum? Ich arbeite dran. Dann komme wieder. Ich werde warten. Imba. Imba. Meine Ausrüstung wird immer. Oh, mal schnell hier. Von außen ist... Hey, Chef! Ah! Hast du einen Schimmer, wo ich Geisterpilze finden kann? Da wirst du hier kein Glück haben, tut mir leid. Aber der Taurenschamane meinte, er hätte seine Pilze aus der Gruft hier. Das stimmt auch. Aber er ist zu gierig geworden. Früher hat er sich einen Pilz in der Woche geholt. Zuletzt waren es 5 am Tag. Die Pilze sind abgeerntet. Es wird noch 1-2 Monate dauern, bis neue gewachsen sind. Das heißt, hier in der gesamten Gruft ist kein einziger Geisterpilz mehr zu finden? Tut mir leid. Dann habe ich ein Problem. Zwerge haben zu tief geschürft. Ich muss weiter. Mach's gut. Und denke daran. Ja, wir sind Freunde. Hey, Gulliver. Ah, der Leben. Weißt du etwas über Geisterpilze? Ja, das sind so kleine lila Pilze mit grünen Tupfen. Dieser Taure kauft dem Chef regelmäßig welche ab. Und weißt du, wo man sie finden kann? Da musst du schon den Chef fragen. Ich muss weiter. Lass dich nicht auf. Okay, red man auch schnell mit ihr, obwohl ich weiß, worauf das hinauslaufen wird. Na? Aber ich glaube, jetzt kann ich die Pilze anmalen, wenn ich jetzt weiß, dass keine mehr da sind. Ah ja, okay. Sogar. Boah, das Geheul geht einem schon auf den Keks. So, lass mich raten. Es sind kleine lila Pilze. Ich habe die Pilze komplett lila angemalt. Als Geisterpilze gehen sie aber noch nicht durch. Es fehlen die grünen Flecken und der modrige Geruch. In Ordnung, damit habe ich wunderschöne lila Pilze mit grünen Punkten. Ich brauche einen modrigen Geruch. Alter, die sehen nicht besonders gesund aus. Okay, ich habe kein nix, was modrigen Geruch ausströmen könnte. Dann... Gehen wir mal zu denen. Hallo! Kann mir nicht mal irgendjemand helfen? Ich glaube, ich habe mich verlaufen.
Und da vorne im Gang, nun ja, ich habe viel von dem Schlafwandlertrank getrunken. Nein. Seid willkommen in meinem Reich, Fremder. Holla! Ein Helm, der sprechen kann? Aber natürlich, ich bin magisch. Mein Name ist Nate. Ich bin auf der Suche nach einem mächtigen Kriegerset. Ich schätze mal, du gehörst dazu? Erinnere mich nicht daran. Ich bin froh, dass ich da weg bin. Erinnere stark an WoW. Ständig dieses Herumgereite, sinnlose Schlachten, Camping im Freien und natürlich die anderen beiden Idioten. Wie hießen denn die kleinen Viecher mit dem, mit der Kerze? Du nicht neben Kerze. Was ist das alles hier? Und warum nennst du die Mine mein Reich? Hehe, ein glückliches Schicksal möchte man meinen. Diese völlig umnachteten Erdwichtel haben mich gefunden. Sie stehen auf glitzernde Dinge und wollten mich ihrer Gottheit schenken. Dem hässlichen kleinen Kerl da? Vorsicht! Er ist streng und unglaublich mächtig. Zumindest erzähle ich das diesen Einfallspinseln. Ich bin nämlich das neue Sprachrohr des Gottes, verstehst du? Ich bin ihr Prophet, weil nur ich hören kann, was die Gottheit sagt. Was sagst du? Diese Erdwichtel sollen heute Abend wieder ein warmes Ölbad für mich vorbereiten? Natürlich, wenn es euer Wille ist, eure Heiligkeit. Du machst dir hier also ein schönes Leben auf Kosten der Erdwichtel? Das ist abstoßend. Neidisch, wo dass kann ich als Erster hier war? Aber hast du keine Angst, dass sie dahinter kommen? Erdwichtel sind sehr schlichte Gemüter. Sie kommen nie dahinter. Und keiner von ihnen würde sich trauen, die Autorität des Propheten in Frage zu stellen. Du meinst, da müsste dich schon die Gottheit persönlich feuern. Was ich eher für ausgeschlossen halte. So leid es mir tut, aber ich brauche dich und die anderen Z-Teile, um einen Gnomen zu befreien. Der war gut. Ganz im Ernst. Meinst du, ich habe eine Keule zu viel aufs Blech bekommen? Hier bin ich ein Gott, zumindest fast. Ich werde bedient und führe das Leben einer Krone. Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass ich das aufgeben werde. Ich muss darauf bestehen, dauert auch nicht lange. Ein paar Stunden und ich bringe dich zurück. Finger weg! Wache! Dieser Mensch hat einen Frevel begangen. Er wollte die Gottheit begrapschen. Seine Heiligkeit ist sehr erzürnt. Werft ihn raus, er ist nicht mehr willkommen. Lasst ihn nicht mehr hierher zurückkehren. Kleine, miese Helm, ey. Usa! Aber Moment. Usa. Hey, aua, hört ihr? Aua, nicht nett, aus, aus! Usa! Ihr verdammten Paar von euren blöden, abgewählten Hundekuchen! Ihre kleinen Hände, sie waren überall. Oh, nice. Piep, 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 piep. Ja, piep, piep. Kann ich hier nichts machen, außer rumlaufen? Kann ich überhaupt rumlaufen? Das Becken ist randvoll mit klarem Bergwasser. Vermutlich füllen die Erdwichtel hier die Wasservorräte auf, die sie im Bergwerk bei sich tragen. Das Becken ist randvoll. Kann da irgendwas reinschmeißen? Ach, ist ein Irrgarten. Oh no.
Ein netter Akzent in der ansonsten recht rustikalen Inneneinrichtung der Höhle. Ein netter Akzent in der ansonsten... Der Schacht führt tiefer hinab in den Berg. Unten sieht man schwachen Lichtschimmer. Vielleicht noch mehr Erdwichtel? Musa! Ja! Ich bin entdeckt worden. Musa! Oh, das ist ein Puzzle, wo du dich durchwurschteln musst. Ihr verdammten Paar von euren blöden, abgewichten Hundekuchen! Okay. Ein Erdwichtel-Teddy. Okay, aber ich kann die jetzt sehen. Ja, okay. Kann ich da einen Teddy reinschmeißen? Oh, ich kann die da hinsetzen. Und jetzt? Na? Jetzt bekloppen sie sich, jawohl. Und ab, ihr Wichtel. Tschüss. Freie Bahn. Ins Loch mit euch. Ich kletter da bestimmt nicht runter. Ich glaube nicht, dass mir das weiterhelfen wird. Okay. Kiste. Eine Holzkiste mit Eisenbeschlägen und einem massiven Schloss. Abgeschlossen. Natürlich ist es abgeschlossen. Oh, kann man die Feder benutzen? Nee. Ne, quasi im Schloss poolen. So eine Art Wasser- oder Trinkschlauch. Die werden normalerweise aus bestimmten Dingen, aus Tieren hergestellt, aber ich will nicht ins Detail gehen. Okay, Smiler. Ich bin wieder. Ja! Ich bin erwischt worden. Ihr kleinen miesen Piep-Piep-Piep-Piep-Piep. Ihr verdammten Paar von euren blöden, abgewichten Hundekuchen! Ein leerer Wasserschlauch. Okay. Ich entwickle einen Plan. Wir füllen den Wasserschlauch. Okay. Ich fülle so viel Wasser in den Schlauch, wie es eben geht, und knote ihn dann zu. Ein Prachtstück. Der Schlauch ist prall mit Wasser gefüllt. Ja, ich muss aufpassen, dass er nicht platzt. Wasserbombe. Kann ich? Nee. Kann ich nicht, aber da ist immer noch das Feuer. Oder ich kann die morschen Bretter benutzen, oder? Nein. Ein kleines Lagerfeuer. Die Erdwichtel wärmen sich ab und zu daran. So kalt ist es hier aber eigentlich gar nicht. Ein kleines Lager... Kann ich jetzt kaputt machen? Nö. Einfach mal weiterlaufen. Ist kein Wichtel. Da liegen einige Dynamitstangen. Man fragt sich, wie die Erdwichtel an Dynamit rankommen. Ja, das frage ich mich auch gerade. Oh, ein Schlüssel.
dann machen wir mal die Kiste auf. Falls irgendwas passiert. Er passt. No kidding. Daran liegen verschiedene Steine. Hey, die Steine ziehen sich an. Sie müssen magnetisch sein. Ah, okay. Ich nehme einen mit. Mehr brauche ich nicht. Magnetischer Stein. Okay. Kann ich denn das Dynamit da reinwerfen? Nein. Okay. Irgendwas muss mit dem Feuer sein. Ich kann halt momentan nichts damit anfangen. Die Fackel erhält den ganzen Gang. Ich komme da nicht vorbei, ohne entdeckt zu werden. Tja. Mutter. Diese Fackel ist nicht fest mit der Halterung verbunden, anders als die anderen. Die kann ich mitnehmen. Ha, ich kann die Fackel anzünden. Also los. Eine angebrennende Fackel. Ah, er sieht mich nicht, weil ich... Licht ausgemacht habe. Okay. Ein Haufen kleiner Steine und Staub. Vielleicht haben die Erdwichtel Gestein nach Edelstein durchsiebt und das ist dabei übrig geblieben. Ein Haufen kleiner Steine. Ah, okay. Gefährlich. Ein glattes Holzstück, etwa einen halben Meter lang. Ich würde sagen, es ist eine Art Stiel. Kleines Kupfervorkommen. Wenn ich eine Spitzhacke hätte, könnte ich es abbauen. Ein kleines Okay. Dann sind die bestimmt weg. Hoffentlich. Also schön. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Okay. Ach schade, ich kann mir kein neues Dynamit holen. Aber es ist hier Staub. Und ich kann da weiterlaufen. Aber ich habe keine Spitzhacke. So, jetzt bin ich wieder hier. Auf dem Altar sind eine ganze Menge Opfergaben verteilt. Vor allem glitzernde Dinge scheinen es den Erdwichteln angetan zu haben. Der Altar ist fast direkt unter mir. Nur viel zu weit weg, um etwas zu greifen. Hm.
Also gut, ich binde den magnetischen Stein an die Schnur. Habe ich eine magnetische Angel. Also schön. Boing. Was zum... Zu Hilfe! Wache! Ich schwebe! Wusa? Ja, Wusa! Ich werde entführt! Nein! Ich bin es, Wusa! Dieser Helm hat Schande über mich gebracht. Er soll nicht länger mein Prophet sein. Das ist Blödsinn! Hört nicht auf ihn! Er soll verbannt werden! Der Mensch aber, den er vertrieben hat, soll uns von nun an willkommen Wusa. Sein! Huldig Wusa. Ich bin der Prophet! Wusa! 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 Nein! Weg mit dir, Helm. Puff. Wusa hat gesprochen! Ja, ich kann ja auch Zeug mitnehmen. Klaue einige Opfergaben. Wusa! Sorry, nicht aufregen. Da passt aber einer auf. Okay, passt auf. Ein Drachenkopf aus Stein. Völlig verrußt. Ein Erdwichtel fummelt an ihm herum. Hallo, du? Wusa? Die Steinfigur da, kann ich die haben? Wusa! Du willst dafür etwas anderes haben? Ich glaube, ich habe nichts für dich. Wusa! Okay. Dann gehen wir wieder nach oben. Ich habe keine Spitzhacke. Nichts zum Gucken. Er sieht etwas staubiger aus als unten in der Höhle, aber ansonsten scheint es ihm gut zu gehen. Gut? Ich werde dich, Halt die Klappe. Ich muss einen guten Freund retten und dabei wirst du mir helfen, ob du willst oder nicht. Nimm deine Finger weg! Nein, nicht die fettigen Haare! Okay, das war das. Und jetzt? Jetzt habe ich den Helm. Ich höre dich. Ich habe mit dem Chef der Untoten über die Pilze gesprochen. Er sagt, du hast sie alle geerntet. Es gibt erst in einigen Monaten neue Pilze. Lüge, das kann nicht sein. Ein Lüger. Ich brauche diese Pilze. Ganz ruhig. Vielleicht kann ich dir einfach einen Eimer Whisky besorgen und du gehst mal auf eine andere Art auf Seelenwanderung? Nur die Geisterpilze lassen mich mit meinen Vorfahren sprechen. Ich brauche die Pilze. Los, besorg sie mir. Ich gebe dir alles, tue alles,
Nur bring mir die Pilze. Mann, du hast ein Problem. Bis dann. Möge der Wind dir gewogen sein. Okay. Hey, Gulliver. Ah, der Lebende. Hört mal, ihr kennt euch doch mit unangenehmen Gerüchen aus. Na klar. Habt ihr eine Idee, wie ich diese Pilze modrig und faul stinken lassen kann? Oh. Riech jetzt mal. Das wird reichen, danke. Gern geschehen. Ich muss weiter atmen, meinen Herzschlag spüren, solch... Lass dich nicht aufhalten. Hey, Chef. Ah. Ich muss weiter... Mach's gut. Ich höre dich. Schau mal, Geisterpilze. Ah, hervorragend. Und was für ein kräftiges Aroma sie haben. Bis dann. Möge der Wind dir gewogen sein. Das war's? Rauchende Büffel soll man nicht stören. Rauchende Büffel. Okay. Hallo, Häuptling. Zum Gruße, Mensch. Schau mal, ich habe einen mächtigen Kriegerhelm gefunden. Oh, sieht gut aus. Aber was macht ihn so mächtig? Er ist magisch. Er kann sprechen. Sag mal was. Oh ja, toll. Aber er kann wirklich sprechen. Ich höre seine Stimme in meinem Kopf. Aha. Es ist nur, mein Helm mag mich nicht. Das ist sehr schade. Aber... Vielleicht wird das ja noch. Ich höre seine Stimme vielleicht. In meinem Kopf. Er ich habe schon einen Teil des Sets. Lässt du mich nun in euer Lager? Nur weil du einen guten Helm hast? Das reicht bei weitem nicht. Komm wieder, wenn das Set vollständig ist. Ach, nice. Ich habe schon... Nur weil... Ich komm... Ich werde warten. Ich werde warten. Es ist schön, dass du das tust. In Ordnung, damit habe ich einen Pompon an einer Schnur. Was mache ich mit einem Pompon an einer Schnur? Ich habe null Ahnung. Oh. Dann wollen wir der verschmähten Jungfrau mal einen hübschen Liebesbrief schreiben. Oh. In Ordnung, los geht's. Liebste Sahneschnitte. Hochwohlgeborenes Fräulein. Hey, Schätzchen. Liebste Sahneschnitte. Jawohl. Ich bin es, dein Maximilianchen. So. Es tut mir leid, dass ich so plötzlich verschwunden bin. Das ist meine Erfahrung aus unzähligen Jahren, liebesschwülstige kleine Briefe zu schreiben. Okay. Die Russen, die Stimmen, all die schrecklichen Stimmen, werdet dein zweifelhaftes Aussehen noch dein schlechter Charakter. Was? What? Weder dein zweifelhaftes Aussehen noch dein schlechter Charakter. Ich wollte dir eine Hochzeit schenken, die einer Königin würdig ist. Doch dann... Kam es zu einer unerreichlichen Eventualhäufung? Habe ich es irgendwie vergessen.
hat das Schicksal grausam zugeschlagen. Hat das Schicksal grausam zugeschlagen. Das klingt immer gut. Auf der Suche nach einer Silberblumenperle für deinen Ehering bin ich in der südlichen Ostsee in einen Sturm geraten. Mein Schiff sank und ich erwachte 3 Tage später. In einem Kochtopf mit Schnittlauch und Thymian, mit ziemlichen Kopfschmerzen an der Seite auf der Zunge, tief unten im Meer als lebende Wasserleiche. In einem Kochtopf mit Schnittlauch und Thymian. Viele Gefahren habe ich überwunden und große Abenteuer erlebt, getrieben von meiner unstillbaren Sehnsucht nach dir. Nur kann ich nicht zu dir kommen, denn... Ich finde den Weg nicht mehr, will nicht fragen. Ein unheilvoller Fluch bindet mich in dieses Gewässer. Es gibt Probleme mit seinem Studentenvisum. Fluch. Ein unheilvoller Fluch bindet mich an diese Gewässer. Drum schreibe ich diesen Brief in aller Dringlichkeit. Eile zu mir, meine Geliebte, wo immer du sein magst. Ich warte auf dich im Süden, tief im Süden. Süden, tief genau im Süden. Hier, das ist ein Meisterwerk. Oh, es fehlt noch etwas. Zögere nicht, anderen vor deiner Abreise zu helfen. Bussi, dein Maximilian. Das klingt doch völlig überzeugend, oder? So, wir haben die Dinger immer alle gemacht. Den Blasebalg. Die Feder hat man. Ich frage mich, wozu der Pompom im Faden ist. Na, wie geht's? Du wirst es nicht glauben. Schau mal, was ich draußen gefunden habe. Was soll das sein? Das, worauf du so lange gewartet hast. Ein Brief von Maximilian. Das kann nicht sein. Der Brief ist nicht versiegelt. Maximilian hat seine Briefe immer... Oh, so Details. Verdammt. So gerne ich auch... Da muss ich ja nicht weit gehen, oder? Plupp. In Ordnung, jetzt ist ein ordentlicher Wachsklecks auf dem Brief. Ich muss aber noch ein Siegel machen. Und da muss ich bestimmt hier den komischen Siegelring von seinem Vorfahren benutzen. Ha! Wollen wir mal sehen, wie gut die Arbeit der Steinmetze wirklich war? Sieht ziemlich gut aus. Ich schätze mal, durch einen Tränenschleier hindurch wird man keinen Unterschied bemerken. Auf ein neues. Na, wie geht's? Es ist kaum zu glauben, eine Brieftaube hat gerade einen zweiten Brief gebracht. Tatsächlich? Oh ja, hier ist sogar ein Siegel. Kennst du es vielleicht? Das ist seins! Das ist sein Siegel! Die unleserliche Handschrift, all die Rechtschreibfehler! Der Brief ist wirklich von ihm! Was schreibt er denn? Da war ein Sturm und er würde gern zurück zu mir, aber er kann nicht! Na, das erklärt doch alles. Ich muss gleich zu ihm. Oh, diese Freude! Wegen des Schilds. Oh ja! Die fetten Orga haben ihn weggetragen.
Sie leben in einer Höhle, hier ganz in der Nähe. Danke. Oh, natürlich. Und viel Glück bei der Suche. Aber denk immer daran, der Weg ist das Ziel. Ich weiß alles, was ich wissen wollte. Ihre Freude wird nicht lange anhalten. Aber was soll schon passieren? Soll sie sich umbringen oder den ganzen Tag heulen? Ah, sie ist weg. Okay. Ah, keine Ahnung, was ich fragen sollte. Hey, Gulliver. Ah, der Lebende. Ich muss weiter. Lass dich nicht. Okay, ein Pompon. Okay, alles nicht irgendwie. Gehen wir nochmal zu einem Tauren. Irgendwas? Rauchende Büffel. Okay, rauchende Büffel soll man nicht wecken. Oder so. Okay, da muss ich noch irgendwas Glitzerndes machen. Ah, guck mal, ich kann hier zu den Ogern gehen. Waren doch Oger, die zweiköpfigen. So, wie viel Uhr ist es denn? Kurz vor 9. Jawohl. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier bei den Ogern Schluss. Uiuiui. Ah, top. So, ich will mir jetzt gleich mal was zu essen gönnen. Nachdem ich jetzt erstmal schnell nochmal raus kann, in die frische Luft gehe, nochmal eine Runde drehen, Pokémons. Mich ein bisschen bewegen. Ja, stundenlang, das sind die 5 Stunden wieder rum. 5 Stunden lang gezockt habe. Bedeutet, ich wünsche euch dann mal eine gute Nacht. Haltet die Ohren steif, bleibt gesund und wir sehen uns dann morgen wieder in aller Frische. Bye, bye.